Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 34 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um zwei Bücher gehen, die von zwei indischen Autorinnen stammen und erst vor wenigen Jahren verfasst wurden. Da ist zum einen Kavita Kane, Sita's Sister, ein Buch englisch erschienen 2014, und zum anderen ein Erfolgsroman von Chitra Banerjee Divakaruni, The Palace of Illusions, 2008, schon im selben Jahr auch auf Deutsch herausgekommen als Palast der Hoffnung. Das sind zwei indische Erfolgsautorinnen mit einem Millionenpublikum, vor allem einer weiblichen Leserschaft, in Indien für Menschen, für Frauen vor allem, die auch auf Englisch lesen können und die sich für die indischen Mythen interessieren, aus verschiedenen Gründen heraus. Sie gehören in eine neue Ära der Literatur hinein, dem sogenannten Retelling, in dem Mythen neu nacherzählt werden, retold, noch einmal erzählt werden, und zwar auf so moderne Art und Weise, dass diese Nacherzählungen in die heutige Zeit passen, auf bestimmte Bedürfnisse einer weiblichen Leserschaft auch ausgerichtet sind. Ich stelle sie Ihnen zunächst vor. Da ist zum einen eben Kavita Kane, geboren am 5. August 1966 in Indien, in Mumbai. Die wuchs auf in Patna, in Delhi, in Pune, hat dort das College besucht und schließlich dort auch die Uni, hat englische Literatur und Massenkommunikation studiert und dann eine Karriere als Journalistin begonnen, für viele Medienhäuser gearbeitet, unter anderem für The Times of India, ein Medienkonzern, der eben auch eine englischsprachige Zeitung herausbringt, die weltweit gelesen wird. Sie hat dann einen Bestseller geschrieben, Corner's Wife, The Outcast Queen, 2016, und konnte ab da dann als freiberufliche Schriftstellerin leben. Die Times of India schreibt über sie und über ihr Werk: Mythologie ist nicht nur unsere Kultur, sie ist Teil unserer täglichen Existenz. Und das macht diese Werke von ihr und ihrer Kollegin Divakaruni so interessant, weil hier uralte, 3000 Jahre alte Mythen in ihrer Lebendigkeit für die indische Welt gezeigt werden. Sie hat geheiratet und lebt heute in Pune mit zwei Töchtern. Und von Anbeginn ihres Lebens war sie zusammen mit ihren zwei Schwestern, was auch für ihre Bücher dann eine Rolle spielt, diese zwei Schwestern bzw. dieser Drei-Schwestern-Haushalt. Bücher lesen gehörte zu dieser Familie dazu. Und so ist sie aufgewachsen. Die andere Autorin ist Chitra Banerjee Divakaruni, geboren am 29.07.1956 in Kalkutta, lebt heute in den USA in Houston, Texas. Sie wuchs in Kalkutta auf, lebte dort bis ca. 20 Jahre, schloss ein Bachelorstudium an der Uni von Kalkutta ab 1976, ging dann an die Wright State University, Ohio, in den USA, eben Ohio, um dort einen Master zu erwerben. Schloss dann anschließend ein Promotionsstudium an der University of California, Berkeley, im Fach englische Literatur, das sie 1985 abgeschlossen hat. Das Thema war Christopher Marlowe, also ein Autor der Shakespeare-Zeit.
Danach lehrte sie an unterschiedlichen Colleges in Kalifornien, erhielt schließlich die Betty and Jean McDavid Professur an der Uni Houston für kreatives Schreiben. Die Vaccaroni ist eine Frau, die sich auch für das Schicksal der Frauen, vor allem südasiatischer Frauen, sehr interessiert. Sie hat eine Organisation gegründet, die sich einsetzt für Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Sie hat im Vorstand einer NGO gearbeitet, wo es um die Alphabetisierung indischer Kinder ging. Sie ist verheiratet mit einem Herrn Divakaruni und hat zwei Söhne. Und die Themen ihrer Bücher sind nun Einwandererthemen aus dem südasiatischen Raum. Sie hat sehr historische Romane geschrieben. Sie hat Romane geschrieben, die man dem magischen Realismus zuschreibt, Fantasy-Romane, Kinderbücher und unzählige Preise bekommen, unter anderem 1995 den American Book Award. Zwei ihrer Romane sind verfilmt worden. Sie kam in die engere Auswahl für Women's Prize for Fiction 1996, wurde in 29 Sprachen übersetzt, hat als Lyrikerin gestartet und dafür auch für ihre Lyrik auch Preise bekommen. Und das Buch The Palace of Illusions, Palast der Hoffnung, stand in Indien ein Jahr lang landesweit auf der Nummer 1 der Bestsellerliste. Dieses Buch wurde aufgenommen von India Times in die Liste der 12 Bücher und Autoren über Indien, von Indien, die man unbedingt lesen sollte. Nun, beide Romane habe ich gefunden, als ich nach Büchern geguckt habe, die sich mit antiken Mythen, mit der antiken polytheistischen Welt auseinandersetzen und wo ich eben über den Raum Europa hinaus geschaut habe, auch in das 20. Jahrhundert und eben nach anderen Kulturen, eben wie das letzte Mal gezeigt nach Südkorea, aber eben auch Indien. Das war, als ich nun diese beiden Romane ausgewählt habe, ich habe einen Artikel gefunden von Dennis Abrams von 2016, der mich eben unter anderem auch auf diese Bücher aufmerksam gemacht hat, war ich eher widerwillig, was diese Themen angeht. Es ist nicht meine Welt, es ist nicht sogenannte hohe Literatur. Aber ich habe dann angefangen zu lesen und ich muss sagen, also beide Frauen können ganz klar schreiben. Sie sind wirklich Schriftstellerinnen, die packend schreiben können. Es ist, ja, wenn man so will, Trivialliteratur, aber ausgesprochen gekonnt. Und vor allem, was ich so interessant finde, sie führen in eine Welt ein, in eine indische Welt, in eine indische Frauenwelt, die mir sehr fremd ist und die mir durch die Lektüre beider Bücher doch etwas näher gekommen ist. Beide Bücher beschäftigen sich mit Mythen aus den klassisch-indischen Zeit, dem Ramayana und dem Mahabharata, und schreiben sie eben neu. Nun sagt man, dass in Indien die Retelling von indischen Mythen sehr, sehr beliebt ist und dass eigentlich weniger Neuerfindungen gäbe, wie bei uns Harry Potter, Lord of the Rings oder Game of Thrones. Wir werden einen Autor kennenlernen, Indra Das, der Devourers, wo das widerlegt wird. Aber eine Masse Bücher entsteht in Indien, auf Englisch auch, als sogenanntes Me-Too-Model. Und zwar jetzt Me-Too, eine
Neue Abkürzung: Mythological Epics Told Over and Over. M-E-T-O-O. Mito. Dafür gibt es in Indien einen ungeheuer großen Buchmarkt. Und die Schriftsteller werden direkt aufgefordert, an antike Mythen anzuknüpfen, weil dafür gibt es ein Millionenpublikum. Und selbst Nichtleser werden durch Namen, Anspielungen im Titel an diese Bücher herangeführt. Vor allem auch Leserinnen. Diese Bücher sind spannend geschrieben. Sie sind in einer einfachen Sprache geschrieben. Und sie sind voller Themen, die Frauen interessieren. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, sie spiegeln in gewisser Hinsicht eben doch auch das Frauenschicksal vieler Inderinnen wider. Und ein Autor hat gesagt, Tripathi, der eine Shiva-Trilogie geschrieben hat, Mythologien helfen Menschen zu verstehen, wer sie sind und die Vergangenheit zu erforschen. Was könnte besser sein? Also diese MeToo-Literatur hat eine sehr große Anerkennung und in Indien bekommt diese Literatur. Erzählt wird bei diesen Autorinnen aus der Sicht von Frauen der Mythen und es wird diese Frauen werden in ihrem Vorbild Haftigkeit dargestellt, gerade vorbildhaft für indische Frauen heute. In der Regel auch mit sehr, sehr traditionellen Rollenbildern. Ja und nein. Zunächst möchte ich Ihnen Kavita Kane vorstellen, Sitas Sister, die Schwester von Sita. Und da geht es um einen Mythos aus dem Ramayana, der eine Nebenfigur dieses Mythos in den Mittelpunkt stellt. Also wir haben es mit einem indisch-hinduistischen Mythos zu tun. Rama, der siebte Avatar von Vishnu, steht auch hier im Mittelpunkt. Und sein Leben, was er nun gelebt, gemeinsam mit seiner Frau, die Schwester der in diesem Buch erzählten Hauptfigur ist. Genau, also Rama ist einer der wichtigsten Könige, mythischen Könige in der indischen Mythologie und eine Mythologie, die Inder durchs Leben begleitet. Die Geschichte fängt nun so an, dass der König Dasharatha in einem Paradies lebt, in einem Königreich voller Harmonie, Frieden, aber keine Kinder hat. Schließlich gebiert ihm seine erste Frau Kausalya Rama, seine zweite Frau Zwillinge Lakshman und Shatrughna und seine dritte Frau Kaikeyi, den Sohn Bharata. Also vier Söhne, die auch Anteile an dem großen Gott Vishnu haben. Rama zeichnet sich aus, besiegt Dämonen und will heiraten, muss heiraten. Und er begegnet Sita. Sita wurde nun ist aufgewachsen in einem anderen Königreich, wurde auf einem Feld gefunden und ähnelt der Göttin Lakshmi, der Göttin der Schönheit und der Fruchtbarkeit des Feldes, des Erntefeldes. Die beiden begegnen sich, sie soll heiraten, aber nur einen Mann, der den Bogen Shivas in der Hand halten kann und spannen kann und zielen kann. Und das gelingt auf einem großen Hochzeitsfest letztlich nur Rama, sodass Sita und Rama heiraten.
Und nun kommt eben ihre jüngere Schwester in den Mittelpunkt des Romans, Urmila, Sitas Schwester Urmila. Sie ist die Tochter des Königs Janaka und sie wird den Bruder von Rama, Lakshman, heiraten. Und das Schicksal will es nun, dass sie, Urmila, eigentlich einen großen Teil ihres Lebens getrennt von ihrem Gatten verbringen soll. Die Geschichte geht nämlich so, Rama soll König werden, nur hat die dritte Frau des Königs, die Kaikeyi, eine Dienerin, Mantara, die ihr auch böse Worte einflößt. Und diese Dienerin flüstert ihr ein, dass doch der eigene Sohn Bharata König werden soll. Nun hat die Königin Kaikeyi ihrem Mann einmal das Leben gerettet und dadurch das Versprechen bekommen, 2 Wünsche erfüllt zu bekommen. Und sie wünscht sich nun vom König, dass ihr Sohn Bharata König werden soll und dass Rama 14 Jahre im Wald leben soll. Der König muss ihr nachgeben. Rama zieht in einen Wald voller Dämonen und sein Bruder Lakshman folgt ihm. Seine Frau Urmila will bei ihm bleiben und mit ihm ziehen, aber er bittet sie, bei der angeheirateten Familie zu bleiben. Rama wird begleitet von seiner Frau Sita. Sie ziehen in den Wald, auf einen verzauberten Hügel und erleben dort auch magische Momente, Dämonen und alles Mögliche, was ihnen da begegnet. Der König Dasharatha stirbt und nun ist das überraschend, dass Bharata den Thron verweigert und seinen Bruder im Wald aufsucht, unter anderem begleitet auch von der Königin Urmila. Er fordert Rama auf, seinen Thron, den Thron einzunehmen, doch Rama bleibt standhaft. Er hat ja versprochen, 14 Jahre im Wald zu leben. Und er beschützt auch die Einwohner des Waldes vor Dämonen. 10 Jahre sind vergangen und Bharata muss unverrichteter Dinge zurückkehren und Urmila mit ihm. Nun wird verliebt sich eine Dämonin in Rama und Lakshman muss ihr kriegerisch entgegentreten, er haut ihr die Nase ab und sogar ein Dämonenkönig verliebt sich nun in Sita und es gelingt ihm, Sita von den beiden Männern Ram und Lakshman zu isolieren. Er raubt sie auf einem fliegenden Streitwagen in seine Hauptstadt Lanka. Die beiden Brüder machen sich auf, sie zurückgewinnen, geholfen von Hanuman, dem Sohn des Windes, in Affengestalt, der seine Gestalt auch beliebig verändern kann. Hanuman findet Sita, es kommt zum Kampf und Sita wird zurückgewonnen. Lakshman wird verletzt, aber er überlebt. Die ganzen Ram, Lakshman und Sita können zurückkehren in ihren Wald, aber auf einmal misstraut Ram Sitas Treue. Sie hat ja so lange bei diesem Dämonenkönig sich aufgehalten, dass es gar nicht anders sein könne, als dass sie ihre Unschuld verloren hat, ihre Keuschheit verloren hat. Sita muss eine Keuschheitsprobe auf sich nehmen, auf den Scheiterhaufen gehen. Diese Probe besteht sie und wird dann wieder aufgenommen von Rama. Nach 14 Jahren Exil kehren sie zurück in die Stadt und leben dann im Glück. Noch einmal misstraut, kommt Unglück über die Familie, denn das Volk misstraut Sita aufgrund ihres Aufenthalts bei dem Dämonenkönig. Wieder muss Rama sie verstoßen. Lakshman führt sie ins Exil, dort gebiert sie Zwillinge. 2 Söhne und
schließlich sterben alle Ram, Lakshman, genau, und die zwei Brüder der Sita. Das Interessante ist nun, dass eben dieses Ramayana, das eben als Hauptfiguren Rama und Lakshman und Sita hat, aus der Perspektive von Sitas Schwester Urmila erzählt wird. Eine Frau, die eigentlich immer im Hintergrund dieses Mythos ist, aber ihr Geschick wird nun ausgeschmückt, sodass sich die moderne Inderin mit dieser Frau identifizieren kann. Oma ist nicht spektakulär. Sie ist vernünftig, sie ist weise, im Unterschied zu der leidenschaftlichen Sita. Sie lebt immer im Hintergrund, sie ist immer zurückgesetzt, schon von den Eltern zurückgesetzt. Aber sie hält alles zusammen. Sie, nachdem Rama und Sita Lakshman ausgezogen sind, stiftet sie Frieden in den Palast und sie bringt Liebe und Treue hinein. Also ja, das Schicksal einer indischen Frau, die eben nun einheiratet in eine fremde Familie, die immer im Hintergrund lebt und nicht missachtet wird, dieses Schicksal verkörpert sie nun eben auf großartige Art und Weise. Sita und sie sind eine Seele, so wie Lakshman und Ram, aber eben unterschiedliche Aspekte der weiblichen Seele. Urmila, das Beispiel einer indischen Frau, die treu ist, die die Trennung von ihrem Mann keusch und weise erlebt, alles auf alles verzichtet und die sich bereit erklärt, alles zu ertragen in Liebe für ihren Mann. Zölibatäres Leben über 14 Jahre hinweg, die auch nun in diesen unfriedlichen Palast, in dem sie leben muss, das Heil hineinbringt. Im Laufe der Geschichte erfährt man dass Kaikeyi eigentlich gar keine so unheilvolle Rolle spielt. Sie hat den Einflüsterungen ihrer Dienerin Mantara gehorcht, aber es stellt sich dann heraus, dass sie eigentlich einem Brief ihres Vaters Folge geleistet hat, in dem der Vater ihr verkündet, sie solle doch bitte Ram schützen. Wenn er den Thron besteige, dann drohe ihm der Tod. Und so hat Kaikeyi alles unternommen, um Ram von diesem Thron fernzuhalten. Sie wird sozusagen im Laufe der Geschichte rehabilitiert. Diese Geschichte zeigt, wie lebendig indische Mythen auch heute sein können. Sie geben einen Einblick in das Leben von Frauen, in ihren Glauben an Astrologie, in Opferriten. Sie schmücken das einfache Leben indischer Frauen mythologisch aus, überhöhen es und ja, verschönen es. Es wird so schön geschildert, diese Hochzeitsfeierlichkeiten, wo auch die Bewerber kommen und nur den Bogen spannen müssen. Man erfährt wunderbare Liebesbeteuerungen von Lakshman an Urmila, an seine Mila. Und das ist doch sehr ans Herz gehend. Die ergebene Gattin mit das Schicksal der Frauen, die ganz aufgehen in der Familie für ihren Gatten leben, die nun eben auch ausgeliefert sind in der Familie des Mannes, deren Intrigen und auch ein sehr zum Teil hintangesetztes Leben führen müssen. In einer Szene zieht Lakshman seiner Mila eine Spange aus dem Haar, damit das Haar dann wild herunterfällt. Und dadurch wird Milas Natur frei, ihre Wildheit und ihre Leidenschaftlichkeit. Es sind sehr keusche Liebesszenen in diesen Romanen immer. Es sind Kämpfe um Thron und Macht geschildert. Und eben Frauengestalten, die Männer in den Tod
folgen. Das ist der eine Roman. Der andere Roman, eben wirklich ein absoluter Bestseller, Der Palast der Hoffnung, 2008 auf Deutsch, hier auf Englisch The Palace of Illusions, auch 2008. Hier geht es um das Mahabharata, um diesen Mythenkreis, und im Zentrum steht die Heldin Panchali. Ein anderer Name für diese mythische Heldin ist auch Draupadi. Diese wunderbare Heldin wird an 5 Brüder verheiratet, der Reihe nach, und bekommt für alle, mit allen dieser 5 Brüder dann auch Söhne. Diese 5 Brüder, die eigentlich ein Königreich erben, müssen aufgrund von Betrug das Königreich verlassen. Und zwar wird der älteste Bruder beim Würfelspiel betrogen. Panchali zieht mit diesen 5 Brüdern mit ins Exil, bekommt von ihnen Kinder, und im Exil wird ein wunderbarer Palast erbaut. Ein Palast, der dann auch das Neid des herrschenden Königs, der aus dem gleichen Clan stammt, dem Kuru-Clan, besucht und erregt seinen Neid. Und im Folgenden wird nun die Auseinandersetzung dieser 2 Cousin-Gruppen geschildert, die beide dem Kuru-Clan angehören und die dann schließlich in einem großen Kampf aufeinandertreffen, im Kurukshetra-Krieg, und sich wechselweise töten werden. Panchali ist befreundet mit Krishna, mit dem Gott Krishna, der ihr auch immer wieder beisteht. Und sie ist eigentlich verliebt in einen Feind ihrer Ehemänner, eigentlich einen Mann, der eigentlich ihr geliebter Mann sein sollte, aber den sie eben nicht heiraten konnte. Das Buch endet in dem Kampf, in dem alle getötet werden, und schließlich in dem Ende, in dem sie in die Anderwelt eingehen und in der Anderwelt dann auch eine Versöhnung der Feinde stattfindet. Das Epos Mahabharata, ein Sanskrit-Epos, enthält philosophische Fragen, unter anderem eben auch die 4 Ziele des Lebens, die für einen Inder entscheidend sind. Da ist zum einen Dharma, also die Tugend, die moralischen Werte, dann Artha, der Reichtum, Macht, Kama, die Liebe, und ganz wichtig Moksha, die spirituelle Befreiung, das höchste Ziel, das man erreichen kann als Inder. Und dieses Ziel erreicht dann letztlich Draupadi auch ganz am Schluss des Romans. Und so erhält sie auch einen Vorbildcharakter für dieses weibliche Lesepublikum, das ganz besondere Art und Weise, auf eine ganz besondere Art und Weise funktioniert. Sie erzählt eben diesen Mythos wieder sehr modern nach. Es ist eine dramatische Liebesgeschichte. Die Helden sind wunderschön. Der Glanz des Palastes wird geschildert. Sein Reichtum, seine Gärten. Man wird in die indische Mythologie auf eine sehr anschauliche, sehr ansprechende Art und Weise eingeführt, dass man dieses Buch wirklich nur empfehlen kann, genauso wie auch Sita's Sister zum Beispiel. Es ist ein Roman, der von verletztem Stolz berichtet, von Scham und Entehrung. Panchali wird einmal vor versammelter Mannschaft fast nackt ausgezogen. Von Eifersucht, von Hintergehen, von Betrug. Es wird geschildert, die Rolle der Schwiegermutter. Es wird in den 5 Brüdern die 5 Aspekte des Männlichen geschildert. Eben auch das Herrendasein, das aber auch dem Würfelspiel verfällt. Das Männliche, das Sanftere. All das spiegelt sich in diesen 5 Brüdern wieder. Panchali hat einen persönlichen Guru, den Krishna,
den achten Avatar von Vishnu, der einer der hinduistischen Hauptgötter ist und der nun eben eine ganz persönliche, wichtige Rolle von Pantali spielt, auch als Berater. Es wird ein Feuerritual geschildert, die Ehegattenwahl, wieder ein Hochzeitsfest. Es wird angespielt auch auf The Gambler's Lament, die Klage des Würflers, des Spielers, was wir schon kennen aus dem Rigveda, also 1000 vor unserer Zeit ist das beschrieben, weil der erste Bruder nun eben diesem Würfelspiel verfällt und sein ganzes Königreich, einschließlich seiner Frau, verwürfelt. Man begegnet den Dämonen des Waldes. Und nun, was ich an diesem Roman doch sehr interessant finde, ist, dass hier nicht nur das Schicksal einer indischen Frau im Haushalt der Schwiegermutter geschildert wird, beziehungsweise eben als Gattin von Männern, die nicht nur auch immer freundlich mit ihr umgehen, sondern eben noch etwas ganz Besonderes. Diese indische Selbstverwirklichung, die Moksha, die letzte Wirklichkeit, auf die jeder Inder hinstrebt. Eine Selbstverwirklichung, die ganz anders verstanden wird als bei uns in Europa, wo wir unser Ich entwickeln wollen. Und in Indien bedeutet es genau die Aufgabe des Ichs, die Befreiung vom Ich. Und das ist ein Ideal, das eben die Inder bis heute beflügelt. Das Leitmotiv ihres Lebens, das bewusst oder unbewusst die Inder beeinflusst. Sudhir Kaka, der Psychoanalytiker, hat das ganz deutlich beschrieben, auch in seiner Forschung über die Psyche, indische Psyche, beschreibt er, wie wichtig Moksha ist, nämlich das Aufgehen, das Aufgeben des eigenen Ichs, das Überschreiten des Egos hin zu einer in eine metaphysische Dimension des Spirituellen. Man bekommt also auch in The Palace of Illusions, dem Palast der Hoffnung, einen Einblick in die Psyche von Indern, die uns doch sehr fremd ist, die wir so nicht kennen. Und das vorgeführt am Vorbild einer indischen Frau, Draupadi Panchali. Man bekommt einen Einblick in die indische Mythologie. Dies war ein Einblick, der sehr spannend und ergreifend geschildert ist, sodass das Ganze Spaß macht zu lesen. Also wer Freude hat an Frauenromanen, ich kann beide Bücher nur sehr empfehlen. Noch dazu, wenn man eben wirklich das nicht nur als Fiktion liest, sondern eben auch in seinem Vorbildcharakter begreift. Sowas kennen wir in Europa gar nicht mehr. Auch unsere biblischen Frauengestalten, Maria oder Magdalena, werden in den heutigen Literaturen nicht mehr als Vorbilder den europäischen Frauen vorgestellt, geschweige denn von den germanischen Göttinnen oder von diesen wilden Kriegerinnen, die wir in The Game of Thrones dann auch kennenlernen. Und das sind ja zum Teil wirklich fürchterliche Gestalten. Wir werden auch eine Literatur uns nochmal anschauen, die eben mit diesen germanischen Göttern zu tun hat und die absolut nicht vorbildhaft für unsere europäische Kultur heute sein können. Von daher gesehen ist es doch interessant, eine Neuverarbeitung, eine Fiktionalisierung von antiken Mythen in einem anderen Teil unserer Welt zu erleben, der diese antike Welt absolut zeitgenössisch erscheinen lässt. Und das finde ich doch einen sehr interessanten Aspekt
von auch so einer Frauenliteratur.